und willkommen zurück zum Französisch lernen mit Duolingo. Und ja, beim letzten Mal hatten wir dieses Kapitel hier abgeschlossen. Und dann fangen wir jetzt mit einem neuen an. Es ist immer noch derselbe Tag wie vorhin. Ich habe nur eine Pause eingelegt. Und ich werde jetzt auch nicht so viel am Stück machen, aber so die eine oder andere Folge könnte es schon geben. So, und jetzt sind wir bei Verbenpräsenz 3 angekommen und es gibt jede Menge Verben zu lernen. Jede Menge. Oha. Das könnte dauern. Fangen wir mal an. Il arrive. Il arrive. Er kommt an. Er kommt an. Richtig. Je les allume. Je les allume. 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 Zünde an. Ah, okay. Macht an. Zünde. Ich zünde sie an. Je les allume. Ich zünde sie an. Il bronze. Il bronze. Was heißt denn bronze? Bronze. Bräunt sich. Ich bräune mich. Er bräunt sich. Okay. Das ist aber ein spezielles Wort, oder? Er bräunt sich. Hoppala, ich habe das Wieso habe ich ein A getippt? Ils arrivent. Weiß nicht. Sie kommen an. Sie kommen. Kommen. Jetzt habe ich ein Ö geschrieben, obwohl es keins möglich wäre. Sie kommen. Das erinnert mich an so klassische Theaterstücke. Er kommt. So. Sie kommen an. Je bronze. Je bronze. Ich bräune mich. Ich bräune mich. Ich habe schon wieder ein A geschrieben. Warum schreibe ich die ganze Zeit A's? Ich bräune mich. Je les allume. Je les allume. Je les allume. Ich zünde sie an. Qu'est-ce qu'elle allume? Qu'est-ce qu'elle allume? Was ist das, was sie anzündet? Was zündet sie an? Was zündet sie an? Was zündet sie an? Il arrive. Il arrive. Er kommt an. Il arrive. Ich bräune mich. Je bronze. Je bronze. Er bräunt sich. Il bronze. Il bronze. Elles arrivent quand? Elles arrivent quand? Wann kommen sie an? Wann kommen sie an? Was mache ich hier? Wann kommen sie an? Il allume quoi? Il allume quoi? Er zündet was an? Was zündet er an? Il allume quoi? Ja. Was zündet er an? Was zündet er an? Er kommt an. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il allume quoi? Il allume quoi? Il allume quoi? Il allume quoi? Quoi? Il allume quoi? Quoi? Was zündet er an? Wann kommen sie? Quand Elles arrivent quand? Ich zünde sie an. Je les allume. Je les allume. Il l'affirme. Il l'affirme. L'affirme, ein neues Wort. Il l'affirme. Affirme. Behauptet. Was behauptet er? Oder er behauptet das? Er behauptet es? Behauptet er es? Behauptet er es? Okay. Il l'affirme. Il l'affirme. Il. Il l'affirme. Er behauptet es. Il l'affirme. Achso, das war die Frage, okay. Il l'affirme. Il l'affirme. Das hatten wir doch gerade. Il. L'affirme. Nous nous chargeons de ça. Nous nous chargeons de ça. Wir uns chargeons de ça. Wir kümmern uns darum, okay. Wir kümmern uns darum. Okay. Ui. Man sieht, ich habe heute schon einiges gemacht, weil es so einen Spaß macht. Also, wenn ich neue Sachen mache, dann mache ich die in der Aufnahme. Und wenn ich trainiere, ich habe eigentlich hauptsächlich Englisch gemacht, um Erfahrungspunkte zu sammeln, weil ich da Level aufsteigen will. Französisch habe ich bisher kaum offscreen sozusagen gemacht. Weiter geht's mit Lektion 2.
Que coûte le manteau? Que coûte le manteau? Was kostet der Mantel? Was kostet der Mantel? Elle demande le menu. Elle demande le menu. Sie verlangt das Menü. Sie verlangt das Menü oder die Karte. Die Speisekarte, genau. Sie fragt nach der Speisekarte. Il continue. Il continue. Er macht weiter. Er fährt fort. Er fährt fort. Er macht weiter. Le repas consiste en quoi? Le repas consiste en quoi? En quoi? Le repas consiste en quoi? Woraus besteht das Essen? Woraus besteht das Essen? Hoppla, ich habe Essen klein geschrieben. Woraus besteht die Mahlzeit genau? Ça dépend. Ça dépend. Es kommt darauf an, oder was? It depends. Moment. Dépend. Ja, tatsächlich. It depends. Es kommt darauf an. Oh, haben nur einen Punkt geschrieben. Il continue. Il continue. Il continue. Nu. Ils se combattent. Ils se combattent. Sie bekämpfen sich, oder was? Genau. Combat. Sie bekämpfen sich. Sie bekämpfen sich. Ob ich auch schreiben kann, sie bekämpfen einander? Keine Ahnung. Il démontre ça dans son livre. Il démontre ça dans son livre. Démontre. Beweisen. Er beweist das in seinem Buch. Il démontre ça dans son livre. Er beweist das in seinem Buch. Das Tier ist schwer. 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 Mir fällt nur difficile ein. Ist das das auch? Lourd wahrscheinlich. Genau. L'animal est lourd. L'animal est lourd. Okay. Lektion abgeschlossen. Und machen wir weiter mit Lektion 3. Ach, il doute. Genau. Il doute. Zweifelt, genau. Dachte ich mir schon. Doubt. Heal. Er zweifelt. He doubts. Er zweifelt. Il descende. Descende. Ja, das ist doch runtergehen oder sowas in der Art, ne? Descende. Gehen hinunter, sie steigen herab, sie steigen aus. Ah, sie steigen aus. Das ist auch gut. Sie steigen aus. Ça dure. Ça dure. Es dauert? Dauert, dure. Genau. Es dauert. Es dauert. Das dauert. Elle dirige. Elle dirige. Elle dirige. Elle dirige. Dirige. Sie führt, sie leitet, sie richtet. Sie führt. Les filles écoutent. Les filles écoutent. Die Mädchen hören. Hören zu wahrscheinlich, oder? Écoute. Hören zu. Ja, die Mädchen hören zu. Die Mädchen hören zu. L'homme doute. L'homme doute. L'homme doute. Ah, der Mann zweifelt. J'échange mon cheval contre ta vache. J'échange mon cheval contre ta vache. Vache, ta vache. J'échange mon cheval contre ta vache. Ich tausche mein Pferd gegen deine Kuh. Échange. Tausche. Échange. Ich tausche mein Pferd gegen deine Kuh. Ich tausche mein Pferd gegen deine Kuh. Quand descend-elle? Wann geht sie runter? Wann geht sie runter?
Wann geht sie herunter? Ja. Il dure. Il dure. Es dauert. Es dauert. Dauert. So. Il écoute. Il écoute. Er hört zu. Er hört zu. Sie führt. Elle dirige. Elle dirige. Elle dirige. So. Ich tausche meinen Wein gegen ein Bier. J'échange mon vin contre une bière. J'échange mon vin contre une bière. So. Il dure. Il dure. Il dure. Er dauert. Okay, er dauert an. Er zweifelt. Il doute. Er zweifelt. Il écoute. Il écoute. Il écoute. Ich habe écoute geschrieben. Écoute. Il écoute. Il écoute. Er hört zu. Ich tausche meinen Mantel gegen deinen Hut. J'échange mon manteau contre ton chapeau. Elle dirige. Elle dirige. Elle dirige. Sie führt. Sie gehen hinunter. Il descend. Elle dure. Elle dure. Elle dure. Sie besteht fort. Elle doute. Elle doute. Sie zweifelt. Okay. Lektion abgeschlossen. Juhu! Und Lektion 4. Damit geht's weiter. Ils importent leur nourriture. Ils importent leur nourriture. Ich habe schon wieder vergessen, was nourriture heißt. Nourriture. Nahrung, Essen, Futter. Import. Importieren. Sie importieren leur. Leur. Ihr. Okay, sie importieren ihr Futter. Okay. Sie importieren ihr Futter. Que laisse-t-il? Que laisse-t-il? Was? Que laisse-t-il? Que laisse-t-il? Was lassen sie? Oder was? Lassen stehen, lassen übrig. Was lassen sie liegen? Okay. Was lassen sie liegen? Was lassen sie übrig? L'enfant explique pourquoi. L'enfant explique pourquoi. Das Kind erklärt warum. Das Kind erklärt warum. Tu essaies de boire la soupe. Tu essaies. Du versuchst, du probierst an. Du versuchst die Suppe zu trinken. Okay. Elle joue. Sie spielt. Sie spielt. Il joue. Er spielt. Moment, ich schreibe es groß. Il joue. Ça existe. Das gibt es. Das existiert. Das existiert. Hier. Nein. So. Existiert. Il habite dans une pomme. Er wohnt in einem Apfel. Okay. Lektion abgeschlossen. Jo, und weiter geht's mit Lektion 5. Lève manque mon passe-pense-pèse. Je pense. Ich denke.
Ich denke. Vous me manquez. Vous me manquez. Wenn ich denke, also bin ich, wäre dann je pense, donc je suis. Nach dieser Herleitung her, oder? Nein, wie auch immer. Vous me manquez. Manquez. Vous me manquez. 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 Was heißt das? Manquez. Fehlt. Fehlen. Ihr fehlt mir. Ihr fehlt mir. Ihr fehlt mir. Il passe. Il passe. Sie gehen vorüber, oder was? Passe. Gehen vorbei. Sie vergehen. Verbringen. Sie gehen vorbei. Il part. Il part. Was heißt das? Partir? Er geht weg. Genau. Er geht weg. Er geht weg. Je pèse combien? Je pèse combien? Je pèse combien? Combien? Je pèse combien? Ich wiege wie viel? Ich wiege wie viel? Ich wiege wie viel? Also wie viel wiege ich? Müsste ich eigentlich sagen. Je pèse combien? Wie viel wiege ich? Je pense. Je pense. Je pense. Ich denke. L'enfant ment. L'enfant ment. Mentir war lügen, oder? Enfant ment. Genau, das Kind lügt. Das Kind lügt. Il se lève. Il se lève. Lève, lève. 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 Lève steht auf, okay? Ah. Lève, il se lève. Er steht auf. Er steht auf. Il se lève. Er erhebt sich. Wörtlich übersetzt. Und das war wieder ein Teil. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Lektion Nummer 6. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine Wahl der Qual. Ansonsten gute Reise und bis zum nächsten Mal.